Hallo Yunus und willkommen zu einer weiteren Folge Fußballmanager 20 mit Werder Bremen. Wir sind immer noch in der Vorbereitung. Warum dauert das dieses Jahr eigentlich so lange? Naja, wir nehmen uns einfach ein bisschen Zeit dafür. Dafür werden wir uns heute aber um den DFB-Pokal kümmern. In Kaiserslautern geht's los. Champions League Quali, Playoff-Runden steht da irgendwas von, aber irgendwie ja, müssen wir da ja nie dran teilnehmen. Also weiß ich nicht, was es da genau soll. Und dann geht's für uns auch schon nach Union Berlin zum Supercup gegen Bayern. Und dann heim gegen Hertha, vielleicht noch auswärts in Dortmund, vielleicht nehmen wir das auch noch mit. Bin ich mir aber noch nicht ganz sicher. Auf jeden Fall die Spiele, die ich so vorher aufgelistet hatte, die werden wir heute mal durchgehen. Das ist unsere Mannschaft, 926er Mannschaftsstärke. Kann man, denke ich mal, recht zufrieden mit sein. Und dieses Jahr möchte ich auf jeden Fall nach einem Titel greifen. Das bedeutet, wir sind ja in der Liga, natürlich, das ist irgendwie auch klar. Im DFB-Pokal ist auch klar. Und in der Champions League qualifiziert. Und einen von diesen drei Titeln möchte ich auf jeden Fall gewinnen. Im letzten Jahr war es ja ganz knapp noch die Europa League. Dieses Jahr soll es auf jeden Fall einer dieser drei werden. Die Champions League ist natürlich ein bisschen härter oder einiges härter als die Europa League. Wir gehen rein in die erste Partie hier gegen Lupo Martini Wolfsburg. Sind natürlich deutlich stärker und werden heute gewinnen. Vielleicht nicht wieder 11-0, aber ja, Moukoko in der vierten Minute legt es drauf an. Ich habe ja mitbekommen, dass ein paar Leute sich wünschen, dass ich mal den Textmodus ausprobiere. Also werde ich das, denke ich, im nächsten Spiel in der DFB-Pokalrunde mal machen. Und ja, das verschiebe ich einfach nur dahin, weil ich das heute einfach vergessen habe, jetzt direkt am Anfang zu machen. Wir nehmen mal Gottschling für Eggestein rein, dann Quinn für Toni Kroos und ja, Bartelt nochmal für Kempf. Dann kriegen die nochmal ein bisschen Einsatzzeit. 3-0, Gottschling hier mit der Vorlage, Rodrigo, Eggestein, gut, die Torschützen brauche ich nicht mehr aufzählen. Aber zum Beispiel nochmal Thomas Bechele hat für Wolfsburg hier noch ein Tor geschossen. 5-1 somit hier, ist denke ich ein gutes Ergebnis hier im Freundschaftsspiel, kann man sich nicht beschweren. Für uns geht es jetzt das erste Mal hier zum Pflichtspiel auswärts in Kaiserslautern, DFB-Pokal, erste Runde. Das erste Mal, dass wir uns wirklich beweisen müssen. Wir schauen mal, wen wir hier aufstellen. Ich würde mal Albrecht bringen für Kroos. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Spiel, das er machen muss. Ab auch von Anfang an für Moukoko rein. Dann vielleicht Bartelt für Kempf. Und Veres bekommt im DFB-Pokal die Chance. Somit haben wir eine 885. Wollte ich noch jemanden mitnehmen, unseren Rechtsverteidiger, den neuen für Tyler Adams. Dann hatte Koopmeiners sich zwischenzeitlich verletzt, aber der ist jetzt auch nicht so wichtig. Und ja, weil Koopmeiners eben nicht im DM eingesetzt werden wird, höchstwahrscheinlich. Da wir hier in Kaiserslautern ziemlich offensiv rangehen, habe ich nicht gerade gesagt, wir werden Textmodus benutzen. Ich denke dann in der nächsten Partie. Aber wir schaffen erstmal die nächste Runde hier in Kaiserslautern. Das sollte recht locker gehen. Veljkovic aber mit einem Eigentor, das ist schon mal ein ziemlich schlechter Beginn. Da müssen wir erstmal aufpassen. Weil jetzt liegen wir wirklich zur Halbzeit hinten, Leute. Das ist eine miese Sache. Gottschling auf links ist jetzt nicht perfekt, aber bevor Rodrigo gelb-rot kriegt, vorne kriegen die echt nicht viel hin. Dann bringen wir Moukoko noch für ab und halten uns das erstmal so parat. Ja, ich würde sagen, wir schaffen das natürlich noch. Das wäre es jetzt natürlich, ne? Direkt in der ersten Runde raus in Kaiserslautern. Aber Eggestein mit dem Tor, Vorlage von Gottschling. Gut, dass ich Eggestein drin gelassen habe. Ich wollte erst den Westermann wieder. Ja, wir liegen jetzt zweimal hinten, ne? Das ist nicht zu glauben. Quinn für Albrecht, ja, es müsste gehen. Wir liegen hier zweimal hinten in Kaiserslautern. Und das wird noch eine mega enge Sache, ob wir da vorne nochmal rankommen. Und wir schaffen es nicht. Raus in der ersten Runde, geil. Das liebe ich, ja, ne? Ist das nice. Wow. Ja, schaut euch das an, die drei teuersten Transfers, 230 Millionen Sonnenberg, 100 Millionen Kanea, 97 Millionen Amiri und wir scheiden einfach direkt in der ersten Runde beim DFB-Pokal aus. Wir werden jetzt aber bei der schlechtesten Mannschaft Union Berlin antreten. Boah, Bayern ist aber auch heftig mit ihren fast 950. Ja, wir haben die absolut negativste Bilanz, minus 308 Millionen. Und jetzt ranken wir uns mal ein. Ich denke, wir sind halt normalerweise bei einer 926, das macht uns halt zum zweitstärksten Verein hinter Bayern, aber ja, in der Liga wird es halt auch interessant, ob wir die dann schlagen können. Ich lehne das hier erstmal ganz zügig ab. Ja, die Moral, das passt eigentlich noch mehr oder weniger, auch wenn 7 Leute frustriert sind.
Aber aufgrund der Niederlage wahrscheinlich. Pavlenka ist verletzt, damit kann Veres direkt mal weitermachen. Pope auf die Bank. Ja, dann müssen wir mal aufpassen. Also jetzt Upamecano für Bartelt rein, das ist recht klar. Tyler Adams für Coop Miners, wobei Coop Miners den Einsatz hier eigentlich bräuchte. Deswegen werden wir den für Kempf auf die Bank tun. Toni Kroos rein für Albrecht. Albrecht dann, ja, ich weiß nicht, Albrecht für Quinn vielleicht. Ja, und Hakimi muss demnächst auch mal wieder seine Einsatzzeit bekommen, wenn er wieder ein bisschen Fitness aufgebaut hat. Es geht los, die nächste Saison startet und ich habe gerade gesehen, Pavlenka ist einfach für 55 Tage verletzt. Bis zum 16.10. Damit verpasst er eine Menge vom Saisonbeginn. Ja, wir müssen Moukoko auch bringen, der ist nämlich echt sauer. Ja, also das wird schon mal direkt eine Aufgabe hier für Veres. Mit einer 73, wir könnten natürlich auch Nick Pope bringen, aber ich möchte dann wirklich, wenn wir jetzt mal die Chance haben, dadurch, dass Pavlenka einfach verletzt ist, ich möchte dann lieber Veres die Chance geben, wenn Pavlenka verletzt ist, weil Pope sowieso schon 33 ist und damit ziemlich alt und die Karriere eh bald beenden wird. Wir gehen mal rein in die Partie, wir haben jetzt ein paar Leute dabei, ich werde jetzt übrigens keinen Textmodus machen, das können wir im Stream mal probieren, das habe ich jetzt gerade so entschieden, weil es wäre komisch, das jetzt im LP einfach für einmal testen umzuändern. Ja, und deswegen bei mir gibt es sowieso immer diese Schnellsimulation dann hier in der Karriere. Ja, was habe ich gerade noch gesagt? Ich weiß es nicht mehr. Also gehen wir einfach rein. Das ist ein 6-Punkte-Spiel hier in Berlin. Eigentlich nicht. Eigentlich ist das sowas von Gratis-Sieg, den wir mitnehmen sollten. Ein paar Spieler mit schlechter Form, das habe ich gerade sagen wollen, sind ebenfalls noch in der Startelf, wie zum Beispiel Veljkovic, einfach damit die sich hier wieder hochspielen. Das klappt auch bisher hervorragend, das muss ich wirklich sagen. Wieder 1-0 hinten. Ich könnte mir einfach direkt vergraben gehen eigentlich. Das wäre, denke ich, für die Saison mal wieder am besten. Aber gut, bleiben wir locker. Wir haben hier eigentlich, ja, mehr oder weniger alle Karten noch in der Hand. Das ist kein Gegner, den wir nicht schlagen könnten. Das wäre auch gelacht, wenn ihr das nicht mehr dreht. Teamwork ist zwar nicht so ganz hoch, wie wir uns das gerne gewünscht hätten, aber gut. Damit müssen wir halt eben arbeiten. Eggestein, Gelbe, Moukoko mit dem, ja, und Amiri. Moukoko, Amiri, Moukoko wieder. 3-1, sage ich doch, das Ding ist doch eigentlich recht locker. Eggestein nehmen wir mal raus. Coop Miners dafür ins DM zurück. Und dann gewinnen wir das Ding sogar mit 4-1 hier. Gottschling nochmal mit dem Tor. Amiri 5-1. Ja, ein kleiner Ausrutscher. Danach waren wir dann wach. 5-1 hier in Berlin. Kann man sich auf jeden Fall zufrieden mitfühlen. Ist das Deutsch? Ich denke schon. Und jetzt müssen wir zum Supercup uns direkt, nachdem wir uns wieder gefangen haben, von Bayern wahrscheinlich abschießen lassen. Aber wer weiß, vielleicht können wir ja dagegen anhalten. Kommen wir zur Auslosung der Champions League Gruppen. Wir sind in Lostopf 2. Das ist auch recht gut so. Damit bekommen wir aber natürlich einen harten Gegner. Und wir schauen uns mal an, wer das sein wird. Wir bekommen Liverpool, Neapel und Linz. Ja, damit sind wir eigentlich ziemlich sicher weiter. Neapel haben wir die nicht, glaube ich, sogar letztes Jahr in der Europa League getroffen. Bin mir da nicht mehr ganz sicher, aber ja, Neapel und Linz müssten wir schlagen können. Mit Liverpool sollten wir ungefähr auf einer Augenhöhe sein. Boah, das war gerade sogar recht schwach. Die haben hier gegen Brighton verloren 0-2 und gegen Leicester gewonnen mit 3-0. Ja, Liverpool haben gerade nicht mal eine 900. Vielleicht waren die aber schlecht in Form oder haben Verletzungen. Gut, wir haben auch gerade keine 900, deswegen, ja, man weiß ja nie. Die letzten 24 Stunden der Transferperiode stehen an. Vielleicht kommt ja noch irgendwas Interessantes rein. Wir werden nicht viel kaufen können. Haaland, ein Angebot von gut 30 Millionen. Sehe ich aber nicht, dass wir den dafür verkaufen. Nach Leicester ist das, glaube ich. Haaland, ja, ist mittlerweile auch eigentlich eher zu schlecht. Deswegen können wir den abgeben hier. 235.000. Dennis Graf für 1 Million. Ja, denke nicht. Mit 19 und einer 70 macht er sich ja noch relativ gut. Kommen hier sonst noch irgendwie Angebote rein? Ist ja schon relativ spät. Was ist sonst hier los? Ja, Frankfurt 2. Kann ich jetzt nicht viel zu sagen. Haberland. Ein paar andere noch. Aber gut, das war dann scheinbar alles hier am letzten Tag der Transferperiode. Wir haben gerade noch einen guten aus der zweiten, also von der Jugend in die zweite geholt. Da haben wir auf jeden Fall dann einen 17-jährigen Stürmer mit einer 72. Also das ist schon ordentlich stark. Aber unser wirklich bester Stürmer ist hier natürlich Youssoufa Moukoko, 89 Millionen Marktwert, nur alleine der Marktwert, wer weiß, wo die Angebote sind, die dann eintreffen würden.
Matthias Sonnberg ja ebenfalls mit den 75 Millionen und gekauft haben wir den für 230 oder so. Deswegen auch da natürlich deutlich höher als der Marktwert. Ja, wir haben ja auch die jüngsten von denen so ziemlich. Thiago Almada. Aber ansonsten, ja, wir haben auf jeden Fall einige Spieler hier unter den teuersten. Das ist auf jeden Fall nicht allzu schlecht. Hier sind wir jetzt beim Supercup angekommen und ja, wir sehen schon Bayern mit einer 941. Die werden uns komplett vernichten, aber vielleicht haben wir eine Chance mit unseren 903. Wir werden mal schauen, was wir jetzt noch darauf aufbauen können. Ob wir jetzt hier noch ein paar Leute haben. Haaland ist mit einer 80 dabei, Peter Arp aber auch. Moukoko muss sowieso spielen für die Moral. Und sonst werden wir, denke ich mal, auf Nick Pope gehen. Das könnte jetzt natürlich auch ein Titel werden, den wir gewinnen. Wird natürlich ein harter Kampf hier direkt im 1 gegen 1 gegen Bayern. Wir werden mal auf Albrecht gehen statt auf Groß, habe ich jetzt gerade überlegt. Ja, machen wir es einfach. Der kann dann von der Bank nochmal zur Not kommen. Und dann gehen wir rein, die Sofortberechnung 904 haben wir jetzt gemacht. Das ist jetzt nicht wirklich gut. Ja, ich sag mal, der Sieg ist heute möglich. Vielleicht schaffen wir das ja. Coutinho in der 8. Einfach direkt mit dem 1:0 für die Bayern hier. Ja, Eggestein hat sich auch noch perfekt verletzt. Damit kommt Kroos früher rein, als ich das gehofft hatte. Sonnenberg holt sich gelb, aber Chilwell holt sich die rote Karte für die Bayern innerhalb der ersten Halbzeit. Und damit haben wir auf jeden Fall noch eine Chance. Wir werden mal mit Gottschling vorne rechts gehen. Das ist auch eine Verstärkung gegenüber Eggestein. Und Arp halten wir uns bereit, so wie ja, Tyler Adams, der kann ja flexibel jede Position quasi spielen. Wir werden bis zum Schluss voll dagegen halten und vorne jetzt ein Offensivfeuerwerk abfackeln lassen, hoffentlich. Ja, Kimmich mit dem 1:1 und Amiri 2:1. Wir sind natürlich in Überzahl. Moukoko 3:1 und damit könnte das der zweite Titel in dieser Karriere werden, den wir holen. Wir bringen direkt mal Tyler Adams als DM hier für Amiri. Er macht jetzt hier den Sechser davor. Wir führen 3:1 gegen Bayern und das ist der Supercup noch nicht ganz, denn Tyler Adams muss noch vom Platz getragen werden. Aber das ist jetzt der Supercup und damit haben wir den schon mal gewonnen. 3:1 gegen Bayern im 1:1. Auch wenn wir so gut wie ja, das ganze Mittelfeld uns zertreten haben lassen, die ersten Tore nur durch ein Eigentor entstanden sind. Aber dann haben wir das Spiel übernommen, auch vor allem, ja, vielleicht durch die rote Karte. Bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher. Die hat auf jeden Fall geholfen, aber ob wir es sonst geschafft hätten, ja, das wird auf jeden Fall, war auf jeden Fall schon mal so ein kleiner Ausblick auf eine spannende Saison, denke ich, gegen Bayern. Vielleicht gibt es ja noch ein paar mehr direkte Duelle als jetzt zwei weitere in der Bundesliga. Ich denke da vor allem an die Champions League. DFB-Pokal geht natürlich nicht mehr. Das ist ein bisschen, ja, schade gewesen. Wir haben einfach 444,5 sind wohl wichtig, ausgegeben. Waren das echt so viele? Ich hatte eher gedacht, so 300 stand da. Ach nee, das war das Negative, aber wir haben ja auch noch ein bisschen eingenommen. Ja, 444,5 Millionen ausgegeben für neue Spieler. Als wäre es einfach mal nichts. Und wie viele Spieler haben wir geholt? 4. Das sind andere, sind mit 26,3 Millionen dabei und die haben 6 neue geholt. Also, ja. Da sieht man schon, wir haben auf jeden Fall Ziele und gegen die Hertha, die ich gerade angesprochen habe, geht es jetzt auch direkt. Erster gegen den 9. Hertha hat somit unentschieden gespielt und wir haben die beste Tordifferenz. Hier haben wir unseren Titel, den 2. überhaupt in dieser Karriere. Nach dem Europa League Titel jetzt auch der Supercup. Ja, ob der Supercup jetzt so bedeutend ist, weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall ein weiterer Triumph. Das nächste Spiel gegen die Hertha aus Berlin und ja, wir sehen Albrecht sehr gut in Form, Eggestein nicht ganz in Form, nicht ganz frisch und als Kapitän würde ich dann doch lieber Toni Kroos den Vorrang lassen und Quinn ebenfalls auf die Bank holen. Eggestein kann sich somit ein bisschen frei nehmen, auch wenn er sich gerade noch so fit gemacht hat für die Partie. Tyler Adams ebenfalls brauchen wir dann nicht unbedingt, dafür können wir mal Bartels auf die Bank nehmen. Miners wird eventuell seinen Einsatz bekommen, so wie auch Arp. Ich bin am überlegen, was wir mit Leuten wie Hakimi machen, mit Kempf natürlich. Ich würde sagen, Kempf lassen wir mal spielen für Veljkovic komplett. Und dann gehen wir rein in die Partie, das lehnen wir hier alles direkt ganz schnell ab. Ist natürlich jetzt ein Spiel nach dem Spiel unter der Woche gegen die Bayern natürlich. Ja, eine gewisse Doppelbelastung dabei, die Hertha natürlich nicht hat. Und wir haben auch in echt gesehen, dass das natürlich schon eine Belastung ist.
zum Beispiel Bayern, Hoffenheim, das letzte Spiel, am zweiten Spieltag war es, glaube ich, jetzt. Aber ich sag mal, ja, das gewinnen wir hundertprozentig. Hoffentlich nicht so wie in echt am ersten Spieltag. Aber hier sind die Karten auf jeden Fall ganz andere. Die ersten 30 Minuten rum, nichts passiert bisher. Und Moukoko vor der Halbzeit, 43. mit dem 1:0. Der Typ schießt von Anfang an in dieser Saison einfach wieder Tore. Das ist auch wunderschön, dass wir uns da zumindest drauf verlassen können. Gottschling für Eggestein rein. Ich bringe tatsächlich doch jetzt mal Koopmeiners für Amiri ein bisschen früher. Einfach damit Koopmeiners auch auf seine Spielzeit kommt. Den Sieg nimmt euch niemand mehr. Wir können jetzt trotzdem noch ein bisschen weiter offensiv die bearbeiten. Aber sollten auch hinten aufpassen, dafür ist Koopmeiners da. 20 Minuten noch ungefähr. Wen bringen wir jetzt? Itta wäre interessant für Sonnenberg. Aber wir müssen da tatsächlich mitgehen mit der Frische von Kanea. Der hat nur eine 74, somit bringen wir Itta kurzfristig als Rechtsverteidiger rein. Kriegt er seine Minuten hier noch. Und wir gewinnen mit 1:0 gegen die Hertha. Ist ein bisschen, ja, bisschen zu wenig Offensive gewesen. Aber natürlich habe ich auch früh Amiri rausgenommen vorne. Das ist auch klar. Da kann sich da ja nicht viel entwickeln. Ich hatte gehofft, dass wir eventuell noch ein zweites, ein drittes schießen. Aber zumindest die 0 gehalten. Das war auch hier wieder eine gute Vorstellung von Pope, war glaube ich heute im Tor. Dann, ja, kann man damit, denke ich, zufrieden sein. Hier nochmal die Bewertung nach der Länderspielpause. Sonnenberg war ganz okay. Wir haben hier eine 1,0 von Veljkovic, das ist natürlich auch schön zu sehen. Rodrigo schießt ein Tor für Portugal, nee, Brasilien, wie komme ich auf Portugal, keine Ahnung. War es tatsächlich sein erstes Nationalspiel und das erste Tor direkt, das ist natürlich auch schön zu sehen. Und er ist auch dankbar für das Länderspieldebüt, hat viel Vertrauen in uns gewonnen. Das ist natürlich schön, wenn sich sowas am Ende auch aussagt. Veljkovic diesmal mit einem Tor und Koopmeiners mit zwei Toren hier. Und danach sogar noch ausgewechselt, ja, viel Spaß auch. Aber gut, das ist zumindest schön für uns, dass er dann mit ein bisschen mehr Frische eventuell ankommt. Das Auswärtsspiel in Dortmund, zwei bisher ungeschlagene Mannschaften. Einer wird diese Serie auf jeden Fall fallen lassen müssen, hoffentlich sind nicht wir das. Rodrigo mit einem Tor und auch Moukoko. Und Moukoko hat es tatsächlich fertiggebracht, 19 Nationalspiele, 21 Tore. Ja, ihr seht schon, was wir da für einen Jungen ausgegraben haben. Ja, wir sind aber scheinbar einige stärker als Dortmund. Die kommen auf eine 890, wenn es gut kommt. Wir auf eine 913 und wir können eventuell noch drauflegen. Wir müssen schauen, wie das mit der Frische aussieht. Sonnenberg zum Beispiel muss raus. Itta ist jetzt überhaupt nicht fit. Hakimi, ja, also frisch ist Itta nicht, weil er verletzt ist irgendwie, logisch. Hakimi muss somit also Linksverteidiger spielen. Das ist nicht besonders schön. Und Itta muss auch raus, Tyler Adams, aber nicht die Frische dafür. Jetzt ist gewisse Doppelbelastung hier durch die Nationalmannschaften dann doch zu spüren. Wir bringen mal Eggestein für, ja, für Toni Kroos. Denke ich klappt, weil Eggestein besser in Form ist. Veljkovic hat eh nicht die Frische. Und dann war es das, denke ich, so von der Aufstellung. Wobei wir aufpassen müssen, Rodrigo natürlich. Da wird Gottschling kommen. Und dann haben wir in der Offensive gar nicht mal so viel Ausweichmöglichkeiten. Wir könnten Rodrigo natürlich später noch bringen. Moukoko auch mit seiner 75, da werden wir auf absetzen. Haaland hat sich jetzt leider, wo wir ihn wirklich mal gut gebrauchen könnten, verletzt. Wir werden Veres bringen für Pope. Einfach, dass der hier seine Bundesligaspiele mitnimmt. Und damit kommen wir auch nur noch auf eine 889. Und sind damit nur minimal stärker als der BVB. Trotzdem sage ich mal, wir gewinnen das eventuell. Hoffe ich zumindest. Die ersten 20 Minuten und Henrichs direkt mit einer roten Karte. Das ist natürlich eine gute Einladung, die Henrichs hier an seinen Ex-Club verteilt hat. Albrecht nutzt sie auch 1:0. Vorlage Tom Gottschling. Und dann können wir darauf hoffentlich aufbauen. Amiri möchte ich noch drin belassen, weil die Frische eigentlich noch geht. Ja, dann ist die Frage natürlich, was wechselt man jetzt? Quinn für Albrecht wäre mies, ja. So wirklich weg. Ich werde nicht wechseln. Das wäre dumm, wenn wir jetzt wechseln. Ich habe es gewusst. Jetzt bringt den Sieg nach Hause. Wir müssen erstmal noch ein paar Minuten abstrampeln hier. Ab mit dem 2:0 und damit ist der Weg für die Wechsel, denke ich, frei. Koopmeiners für Amiri, um die Defensive zu stabilisieren. Dann können wir doch noch Rodrigo für Gotch. Ach, wobei, brauchen wir gar nicht. Moukoko möchte ich noch die Chance geben für Ab, dass der noch Tore schießt.
Und Geisler, wenn wir schon so eng besetzt sind, kann auch nochmal als Rechtsverteidiger hier seine Minuten bekommen. Moukoko schießt auch direkt nochmal gegen seinen Ex-Club das Tor hier, 3 zu 0 in Dortmund. Und das ist halt schon ja, eine ziemliche Dominanz, hier 3 zu 0 in Dortmund zu gewinnen. In der Tabelle sieht es damit auch so aus, dass nur noch drei Vereine alles gewonnen haben bisher. Zwei davon mit einer 8er Tordifferenz, das sind wir und Leipzig. Dahinter Bayern, die haben sich, glaube ich, ein Gegentor gefangen in der letzten Partie, wenn ich das hier so sehe. Nee, tatsächlich nicht, aber die haben nur 1 zu 0 gewonnen gegen Hoffenheim. Währenddessen hat Leipzig mal eben ganz locker 5 zu 0 gewonnen in Berlin. Da haben wir ja noch ein Gegentor mehr bekommen. Leipzig hat bisher auch kein einziges. Und ja, wir haben 3 Tore geschossen in Dortmund, was auch ziemlich krass ist. Damit Moukoko jetzt auch 3 Einsätze hier, 3 Spiele, 4 Tore. Führt damit die Torjägerliste an. Dafür habe ich ihn dann im Grunde auch noch gebracht. Wie sieht es mit der Dynamik aus hier? Die geht steil nach oben. Und wir haben das Spiel in Dortmund mitgenommen. Bei der nächsten Partie, boah, was sehe ich denn da? Auswärts in Liverpool, dann gegen Bayern, heim in der Bundesliga, Neapel und dann nach Wolfsburg. Also die nächste Folge wird eine heftige Doppelbelastung. Ja, das wird auch mein Lieblingswort dieses Jahr. Doppelbelastung auf jeden Fall. Wir haben die Kaderbreite, also ist es nicht schlecht, dass wir da drei Stürmer haben, die alle was können, dass wir drei Torhüter haben, die alle ziemlich was können. Veres und Pope natürlich noch nicht ganz so krass, also Veres noch nicht so krass und Pope, ja, nicht mehr so krass. Aber im Allgemeinen geht das auch und Kroos hat auch die Mannschaft gut noch verstärkt mit einer 85. Allgemein kann man da auf eine gute Saison blicken. Die ersten drei Spiele haben es gezeigt und auch in Dortmund hatte ich eigentlich Sorge, aber 3 zu 0 gewonnen. Wer weiß, was da noch dazu kommt oder ob das schon alles war. Ich will es nicht hoffen. Ich sag mal, bis zur nächsten Folge, die in ein paar Tagen kommen wird. Damit sind wir jetzt also in der Endcard. Links von mir seht ihr die Playlist, alle Fußballmanager 20 Folgen untereinander aufgelistet. Rechts von mir seht ihr ein tolles Video, das ich euch vorgeschlagen habe. Und hinter mir erscheint gleich der Abo-Button. Dort könnt ihr abonnieren und kein Video mehr von mir verpassen. Bis zum nächsten Mal, euer Eddie. Ciao.